Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, der vorliegende Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Freistellung von ehrenamtlich Engagierten in den Freiwilligen Feuerwehren und im Katastrophenschutz ist ein guter Staatsvertrag. Er erleichtert das Ehrenamt und er war auch eine Anregung von freiwilligen Feuerwehrleuten selber, die uns angesprochen haben und wir haben das dann auf den Weg gebracht. Kollege Schreiber hat ja schon gesagt, dass nun Berlinerinnen und Berliner, die in Brandenburg tätig sind, aber bei Freiwilligen Feuerwehren oder auch dem Katastrophenschutz in Berlin freiwillig sich einsetzen lassen, dass die nunmehr von ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern freigestellt werden müssen. Ich will noch ergänzen, das Arbeitsentgelt, das dann den Kameradinnen und Kameraden zusteht, übernimmt der Staat. Ja, der zahlt das dann den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zurück, die für die Zeit auch die freiwilligen Feuerwehrleute noch bezahlen müssen. Es ist also nicht zu Lasten der Wirtschaft oder der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sondern es ist rein zugunsten des Ehrenamtes, die dann auch mehr Einsätze, wichtige Einsätze als das Rückgrat von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz in Berlin leisten können. Und da gilt unser ausdrücklicher Dank für diese Arbeit, nicht nur den etwa 1000 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die im Regeldienst über 10 Stunden im Monat leisten, die bei Hochwasser Großeinsätzen oder an Silvester auch die Berufsfeuerwehr unterstützen. Nein, unser Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen vom Technischen Hilfswerk, die bei der Versorgung im technischen Bereich, Beleuchtung von Einsatzstellen, Beräumen von Einsatzstellen, bei Sprengaufgaben, Bekämpfung von Hochwasser, Beseitigung von Wasserschäden eine sehr, sehr wichtige Aufgabe leisten. Unser Dank gilt auch dem Deutschen Roten Kreuz, das in dieser Stadt mit 10 Rettungswagen unterwegs ist und tagtäglich Leute in Notfällen rettet. Unser Dank gilt auch der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der DLRG, die auch die Feuerwehr bei Einsätzen, insbesondere am Wasser, unterstützt. Unser Dank gilt dem Malteser Hilfsdienst e.V., das an 6 Rettungswachen in Berlin im Einsatz ist und die Feuerwehr unterstützt. Und natürlich gilt unser Dank auch der Johanniter Unfallhilfe, die die Feuerwehr vor allen Dingen durch Sanitätsdienstkräfte mit Krankentransportwagen und Gerätewagen und auch bei der Verpflegung von Großeinsätzen unterstützt. Unser Dank gilt nicht zuletzt dem Arbeiter-Samariter-Bund, der auch mit Rettungswagen unterwegs ist, die an Feuerwehrstationen den Rettungsdienst unterstützen. Für all die Kolleginnen und Kollegen dort, die vorher eine gewisse Unsicherheit hatten, nur weil sie in Brandenburg gearbeitet haben, haben wir einen guten Staatsvertrag auf den Weg gebracht, den wir möglichst schnell beschließen wollen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.